Hallo zusammen, hier ist wieder euer 98 mit This is fucking Rock'n'Roll bei Let's Play Brutal Legend. Ja, ich spiele diese Szene gerade schon wieder. Es gab eigentlich schon Parts davon vor den nächsten Sachen, die jetzt kommen. Also es ist gerade nicht blind, aber ich habe einen kleinen Aufnahmefail gehabt. Mir sind ganze Parts flöten gegangen. Also irgendwie momentan baue ich viel Scheiße. Entschuldigt das bitte, deswegen machen wir jetzt direkt hier weiter, wo wir aufgehört hatten. Mit Zungenküssen. Was sind Zungenküsse? Also, das, Das, Tor ist offen. Was? Oh, das Tor. Was ist? Hab dich nicht verstanden, kann es sein, dass du lispelst? Hierher, du gammeliger Wurm. Los, kämpf, damit ich dir... meine Klinge in die fauligen Gedärme rammen kann. Ja, wir müssen den jetzt das Tor schließen, indem wir einfach den Motor vernichten. Motorhead! Und Kopf ab. Volltreffer! So, das hätten wir. Und du, dir erzähle ich jetzt eine Sekunde. Hier erzähle ich jetzt was über Zungenküsse. Sim Super Hyperspeed. Yay! Direkt hinter uns stürzt die Brücke ein! Keine Panik, unser Vorsprung ist... Ah, shit, die Brücke stürzt echt ein! Njons! Wir segeln hier ganz sanft drauf! Die Brücke stürzt ein und wir müssen fliehen! Da wär ich nicht reingefahren! Yeah! Ja! Komm schon, njons! Beim ersten Mal, als ich die Stelle gespielt habe, habe ich mehrmals gefailt. Ja. Klar. Dr. Garnabok, klar. Habe ich mehrmals gefailt hier. Und deswegen, ja, müsste das diesmal eigentlich klappen. Die Straße! Vorsicht, die Seiten! So. Diesmal nicht. Ich passe auf. Okay. Oh. Träum weiter! Brutale Niederlage! Ja, gut. Das lief jetzt nicht so gut. Ja. Direkt hinter uns stürzt die Brücke ein! Sind wir vorne? Ah, shit, die Brücke stürzt echt ein! Wir segeln hier ganz sanft raus. Achtung, das Loch links. Da wäre ich nicht reingefahren. Schnell, komm, drüber. Ja, natürlich wäre ich ein bisschen schnell. Ich versuche mich doch jetzt ein bisschen zu konzentrieren, nachdem ich hier gerade wieder gefailt habe. Yeah, ich sehe eine Vernichtung. Komm. Komm schon. Oh, fucking. Fahr nach rechts. Rechts halten. Rechts ist immer ein guter Weg in diesem Spiel. Jedenfalls hier gerade bei mir. Ja. Die Straße! Yay! Sehen wir Straße! Und. Boah! Ficker, verpiss dich! Yeah, rechts halten! Oh, es hat geklappt! Wir müssen so weit durchkommen! Yeah! Yeah! Den Wagen? Ja! Den muss ich unbedingt Lars zeigen. Ja, und da fahren wir beleidigt weg. Diviculus, Sie sagen, es sei die Feuerbestie Oma Godin selbst gewesen. Nein. Es ist noch weitaus schlimmer. Es war Sikoria. Ich rieche ihr Blut.
Das Zeitalter der Schmerzen ist angebrochen. Aber warum ist sie jetzt zurückgekehrt? Was will sie? Krieg. Endlich. Krieg. Okay. Wir müssen weiter. In Bladehenge sind wir sicher. Hier, nimm diese Karte. Wir können mit der Backtest die Karte aufrufen und uns ein Leuchtfeuer postieren. Sehr schön. Du bist hier. Wir haben jetzt da hinten Leuchtfeuer. Bladehenge ist das Zentrum. Dann verpissen wir uns mal ein bisschen des Leuchtfeuers. Yeah. Richtig. Sind wir Leuchtfeuer rum. Im Moment besteht die Armee aus Lars, seiner Schwester und... Ja, ab ins Licht. Was? Ach komm. Lars ist ein großer Anführer, enorm inspirierend. Aber es gibt ein paar organisatorische Probleme. Eine Armee braucht Verpflegung, Unterkünfte, Fahrzeuge, tausend Dinge eben. Das klingt, als bräuchtet ihr einen Roadie. Was ein Roadie? Ah, ist eine lange Geschichte. Yeah. Wär's, wenn wir uns mal in der Stadt mit eurer gesamten Armee zusammensetzen? Wir machen ein Lagerfeuer und ich erzähle dir bei dem großen Humpen Met, was ich so mache und wo ich herkomme. Met. Was ist ein Humpen Met? Ja, was ist ein Humpen Met? Extrem geiles Getränk. Yay. Ophelia, was für einen Dämon bringst du denn diesmal mit nach Hause? Oh, hallo? Das ist Lita, Lars kleine Schwester. Sie ist ein wenig angespannt. Hi. Lars! Damit ich das richtig verstehe. Diese Künstler, müssen ihre Instrumente nicht einmal selbst stimmen? Nein, das machen wir. Die Roadies. Der Job des Rockstars ist es, das Publikum ins gelobte Land des Rock zu führen. Faszinierend. Können wir zu dem Part zurückkommen, wo du aus einer anderen Welt hierher gebracht wurdest? Oh genau, von diesem kleinen Kerl hier. Er hat sich hergebracht, Ormagoden, die unsterbliche Feuerbestie? Der Verzehrer des Himmels? Der Vernichter der alten Welt. Genau, er hat zufällig ein bisschen Blut ins Maul bekommen und ist dann komplett ausgerastet. Es gibt eine Legende, dass Ormagoden, die Feuerbestie, eines Tages einen Krieger in diese Welt bringen würde. Der uns vernichtet. Der uns rettet. Die Übersetzung ist unklar, aber jetzt, wo ich dich kenne, weiß ich, dass du hier bist, um uns zu helfen, um uns anzuführen. Um die Dämonen zu bekämpfen, um die Menschheit zu befreien. Ja, verdammt! Ich meine, Sekunde mal. Ich weiß nicht viel übers Kämpfen, aber ich sag euch, was ich ganz sicher weiß. Ich weiß, dass du hier der wahre Anführer bist, Lars, nicht ich. Und ich weiß, wie man eine Crew zusammenstellt, wie man sie organisiert und für eine Tour bereit macht. Das, mein Freund, ist genau das, was wir brauchen. Aber vermutlich sehnst du dich danach, in deine Heimat zurückzukehren. Also gut, wo ist eure Armee, Lars? Wir haben keine. General Lionwhite hat fast alle jungen Männer in seine Minen verschleppt. Und unsere Frauen dienen als Sklavinnen in seinem kranken Turm der Lüste. Holen wir sie uns zurück! Nein, du wirst dich Lionwhite nicht wieder nähern. Letztes Mal wurdest du fast gepfählt. Ein Vorschlag. Wir holen zuerst die Jungs raus und mit ihnen befreien wir dann die Mädchen. Aber... Jetzt sprengen wir die Ketten! Ich zeige dir die Minen. Aber du wirst sehen, dass diese Ketten schwer zu sprengen sind. Geh, ich seh blöd gucken. Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle... Machen wir uns erst am nächsten Part wieder auf. Ich bin Arkner und Sie, man, this is fucking Rock'n'Roll. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Brutal Legends. Ciao.